Hey Leute, heute werden wir einen kleinen CubeSat bauen, den wir dann ins Weltall schießen. Natürlich nicht in echt, aber so ungefähr. Was wir machen ist, wir nehmen den Default Cube her und machen aus ihm einen CubeSat, weil es ist ja der Default Cube. Okay, speichern. Wir können gleich mal sagen, wo unsere beiden Solarpanels hinkommen werden. Das wird nämlich hier sein. Wir machen hier zwei Verankerungen und ihr seht, wenn ich E für Extrude drücke, geht es in die Z-Achse, aber nicht in die lokale Z-Achse, beziehungsweise die normale Achse. Das können wir machen, indem wir Alt-E drücken und dann wählen wir aus Extrude Faces Along Normals. Und wie wir sehen können, wird der Extrude-Vorgang an den Normals durchgeführt. Jetzt können wir hier Size X0 machen, um es gerade zu machen. Size X0. Und wir können weiter extrudieren. Wir können jetzt weiter hier extruden. Shade Auto Smooth. Dann werden wir andere Instrumente anbringen, oder es sollte so aussehen wie Instrumente. Es reicht, wenn wir hier ein paar Details vornehmen. Es muss nicht perfekt aussehen. Shade Auto Smooth. Und hier drauf machen wir jetzt die Antenne. Ganz einfach wäre es, wenn wir eine UV-Sphere nehmen. Das machen wir auch. Jetzt haben wir das, was ich immer gemacht habe, wir haben den Punkt hier unten. Und das könnte auch so eine Überwachungszentrale sein, aber das machen wir hier gerade nicht. Was ich gemacht habe ist, der Punkt ist erst in der Mitte und dann habe ich in Edit Mode alle Flächen ausgewählt mit A. Ich habe dann G gedrückt und Z, um an der Z-Achse entlang zu bewegen und halte Steuerung gedrückt, um von einem Ort zum anderen zu kommen, und zwar an der Kante des Kreises, sodass die Kante auf dem Ort liegt vom 3D-Cursor, den wir gerade gewählt haben. Dann gehen wir in Wireframe-Ansicht, wählen den oberen Teil aus und drücken Faces. Nun haben wir hier eine Satellitenschüssel. Wir können theoretischerweise auch diese Parabolschüssel etwas kleiner machen. In der Mitte können wir theoretischerweise jetzt extrudieren, kleiner machen. Dadurch wird hier also die Fläche weggemacht. Das können wir machen, indem wir die Fläche innen auswählen, wie ihr sehen könnt, und dann einfach F drücken, was für Fill steht. Hier innen werden wir dann eine kleine Antenne machen, die zur Erde zeigt, beispielsweise. Nur zeigt die Antenne jetzt in eine Richtung und wir wollen sie ja drehen können. Das bedeutet, wir werden von hier etwas machen, so irgendwie hoch extrudieren, damit wir hier drehen können, theoretischerweise. Das ist unser CubeSat bisher. Sieht doch ganz gut aus, würde ich sagen. Wir können natürlich auch andere Sachen noch machen, wie den Batteriepack hier oder so. Was wir jetzt hier machen werden, ist die Solarpanels anzubringen. Zunächst machen wir einen Cube. Das Geile, was ich mit der Kugel gemacht habe, machen wir jetzt hier. Ich mache jetzt hier die Verankerung kleiner, extrudiere in der Size nach Y und dann machen wir unser Solarpanel. Ganz easy. Im Solarpanel, oben und unten theoretischerweise, können wir nun insertieren. Size Y, dass wir ungefähr gleich sind. Extrude Along Normals, etwas kleiner machen. Dann können wir Subdividing betreiben, aber erst, wenn wir ungefähr Würfelform erhalten haben, so ungefähr. Und können dann diese Flächen auswählen, genauso wie diese Flächen, um Subdividing zu betreiben. Ungefähr so. Was wir jetzt machen können, wäre theoretischerweise hier zu beveln oder zu extrudieren. Was ich aber jetzt mir gedacht habe, was viel einfacher wäre, wäre einfach mit dem Shader Editor zu arbeiten. Wir gehen also drauf und wählen die inneren Flächen aus, indem wir 3 drücken, diese auswählen und diese auswählen. Wir könnten auch natürlich 9 drücken oder so. Oder navigieren mit dem Numpad. Dann werde ich zunächst mal das Material assignen und sagen Solar Panel Assign, Steuerung I zum Invertieren und das wird Metal, also Metall, Assign. Dann gehen wir zum Solar Panel und fügen wieder, wie beim letzten Video, eine Brick Texture hinzu. Um diese zu sehen, können wir ganz einfach in den Materials Tab wechseln. So sieht es bisher aus. Das passt schon ganz gut. Nur ist es verschoben, das wollen wir nicht. Wir wollen die Frequency auf 1 setzen. Und dann können wir hier mit der Skalierung zum Beispiel 3 vornehmen und sagen, dies wird blau, das wird ein bisschen hellblau. Wir können auch, um den Realismus hier zu erhöhen, nachdem wir in Cycles umgewechselt haben,
dafür sorgen, wie die Spiegelvorgänge sind. Weil wir ja jetzt alles spiegeln, sieht es nicht so realistisch aus. Wenn wir aber die Color Node hier nehmen, den Output und den Roughness stecken, und dann, wie wir sehen können, müssen wir es jetzt invertieren. Und nach dem Invertieren dann dafür sorgen können, dass die Solarpanels reflektieren, sieht es etwas realistischer aus. Und das geht ganz gut mit der Bright Contrast Node, wie man sehen kann. Und wir sehen auch, dass das Licht hier reflektiert wird. Sehr gut. Wir gehen weiter, machen die Base Color von Metal etwas hoch, sagen Metallic 1, Specular können wir so lassen und schon sieht so aus. Nun können wir dieses Solarpanel kopieren, um 180 Grad drehen, den Cursor hierhin hinzufügen und das Solarpanel hierhin hinzufügen. Der Satellit sieht mir jetzt für mich noch ein bisschen zu cubic aus, deswegen machen wir so einen Skyfire-Satelliten draus. Und werden da noch die Verankerung hinmachen, die wir ja benötigen, um vom Fairing aus die Nutzlastverkleidung zu verlassen. So sieht das Satellit aus. In Sonnenrichtung müssen wir natürlich klappen unsere Solarpanels und schon sind wir im Weltall und können Strom erzeugen. Den Satelliten können wir ein bisschen schwarz machen oder so, metallisch hoch, naja, vielleicht ein bisschen heller noch. Und je nachdem, wie wir uns eben einstellen, diese Antenne ausrichten. Wir sehen hier, wie schön Blender diese Reflektionen macht. In diesem Ding können wir noch eine andere Seite vornehmen, und zwar theoretischerweise die Spitze, ohne das hier. Hier habe ich die Spitze Spitze genannt und male sie zwar nicht schwarz, aber ein bisschen grau. Und wenn wir I für Invert drücken, können wir auch noch die Antenne oder Antenne weiß machen und natürlich assignen, und dann sieht es so aus. Die Antenne machen wir nun ein Parenting zu Object, genauso wie das hier zu dem hier, genauso wie das hier zu dem hier. Wenn wir jetzt auch noch hier ein Parenting machen, können wir auch, wenn wir dieses hier bewegen, gleich beide Solarpanels bewegen. Mit dem Satelliten bewegen wir alles und einzeln hier können wir die Schale drehen, die den Pivot Point sozusagen hier in der Mitte hat. Je nachdem, wie wir eben handeln wollen. Und schon haben wir einen kleinen Mini-Satelliten gebaut. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich konnte euch helfen. Im nächsten Video werden wir noch dann einen Sternenhintergrund hinzufügen und diesen Satelliten in ein Blender-Projekt importieren, das ihr vielleicht schon kennt, und zwar dem Erd-Blender-Projekt. Macht's gut und bis zum nächsten Video.